Jo, was geht? Neues Video. Wir sind auf dem Weg zum nächsten Spot, immer noch in Spanien. Und ja, der Weg ist ziemlich wild. Es ist keine offizielle Straße. Ich weiß auch nicht, warum Google Maps uns darüber geschickt hat. Wir schauen mal, was der Weg noch so bringt. Es ist sehr abenteuerlich. Genau. Hier haben wir wieder eine wilde Straße mit riesigen Spuren. Mal schauen, was Reinhard jetzt hier mit seinem grünen Bus zaubert, wie er da vorbeikommt. Wie ihr sehen könnt, die Straße ist ziemlich anspruchsvoll. Ich mache hier hinten so einen kleinen Guide und versuche ihm ein bisschen zu helfen, wo er langfahren soll. So ein Quatsch. Wie kann man so viel Scheiße reden? Das schneidest du auf gar keinen Fall rein. Das ist trotzdem lustig hier hinten. Jetzt stoßen wir auf einen reißenden Fluss. Ich hoffe, wir werden nicht versinken. Gerade so überlebt. Sieht so aus, als hätten wir es halbwegs wieder zur Zivilisation geschafft. Schilder sind da. Das lässt vermuten, dass vielleicht jetzt noch ein besserer Weg kommt. Einfach Kuh auf der Straße bzw. Fahrbahn. Sag mal hallo Kuh. Wir haben es jetzt zum Parkplatz geschafft. Haben noch circa 150, 200 Meter zum Spot. Bist du motiviert, Thomas? Zum Springen nicht. Ich bin gespannt, wie es ausschaut. Aber für mich ist heute erstmal Feierabend. Mir ist auch sehr kalt. Aber Kai hat heute noch Großes vor. Wir haben tatsächlich schon 19 Uhr und nur 17 Grad. Das heißt, ja, es ist spät und kalt. Kai, Thomas meint, du hast Großes vor. Was sehen wir von dir? Hoffentlich einen Backflip. Es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu spät. Einer geht immer. Wir haben es geschafft. Sogar Treppen zum Spot hin. Ich muss sagen, ist ein bisschen schade. Ich habe auf Google gesehen, normalerweise haben sie ein bisschen mehr Wasser. Da ist ein größerer Wasserfall. Aber ja, ein bisschen Wasser ist ja da. Ich würde sagen, wir jagen mal die Drohne hoch, schauen uns das Ganze an. Weltklasse Drohnenshots. Ich weiß nicht, was auf diesem Trip los ist. Jetzt auch noch die Drohne im Eimer. Das Gimbal funktioniert nicht mehr, heißt, die Aufnahmen sind sehr, sehr verwackelt, wie ihr vielleicht festgestellt habt. Deswegen leider keine schönen Drohnenshots von hier. Kleines Update, Kai ist schon mal im Wasser. Ja, da schaut's gut aus. Kai friert sich im Wasser einen ab. Thomas mit dem einzigen Sonnenplatz. Mehr als tief genug. Und auch kalt genug. Kalt genug sowieso, also. Dein letzter Backflip ist ja schon ewig her und von der festen Plattform hast du, glaube ich, noch nie einen gemacht, oder? Nee, also von der festen Plattform gar nicht. Könnte interessant werden. Kostet Kai natürlich ziemlich viel Überwindung, deswegen noch der kleine Sprung rückwärts erstmal als Vorbereitung. Hey! Jawohl! Für den ersten wirklich nicht schlecht. Es sah ein bisschen aus, als wäre er abgerutscht. Dadurch auch ein bisschen schief. Aber ja, für den ersten vollkommen okay. Ich würde sagen, den machen wir gleich nochmal. Junge, Respekt. Sau gut. Erster Backflip. Wie hat es sich angefühlt? Es ging. Also es war nicht so ekelhaft, wie ich gedacht habe. Aber es war trotzdem ein bisschen eklig. Backflip Nummer 2. Let's go. Der Absprung ist noch nicht so safe, Kai. Der Absprung ist noch so ein bisschen manko, aber das kommt mit der Zeit. Ich muss sagen, großen Respekt, dass du es überhaupt gemacht hast. Ja, es war mal an der Zeit. Ist noch ein bisschen bearbeitungsfähig, ein bisschen sehr bearbeitungsfähig. Aber, es war irgendwas. Ja, du kannst auf jeden Fall zufrieden sein mit der Leistung. Ich werde mich jetzt auch noch mal ein bisschen ins kühle Nass begeben, denn das Board ist einfach viel zu schön, um nicht zu springen. Ich verstehe Thomas auch. Wir hatten einen langen, anstrengenden Tag und er hat ja ein schönes, sonniges Plätzchen. Da kann man es gut aushalten. Aber ganz auf der faulen Haut lassen wir ihn natürlich nicht liegen. Der gute Mann darf jetzt ein bisschen unsere Sprünge filmen. Tief genug ist es. Rainer hat gerade noch mal abgecheckt, ob es auch hier drunter tief genug ist. Tief genug ist es und ich glaube, da gibt es jetzt den einen oder anderen Sprung. Schaut euch an, wer ins Wasser gekommen ist. Thomas ist doch am Start. Wir haben da oben nämlich einen ziemlich coolen Gapsprung gefunden. Ich persönlich bin ja nicht so der Fan davon, aber da ist er ja genau der richtige Mann dafür. Absolut. Das heißt, wir gehen mal rauf. Wir schauen uns das mal aus der Nähe an. Okay. Zum Abschluss auch noch einen kleinen Sprung von mir. Gap war gar nicht so wild, das einzige Problem.
war das ein kleiner Ast im Weg war. Brian hat ihn mir weggehalten, deswegen keine Gefahr und ja, deswegen auch gar kein Problem, den zu springen. Kann ich jedem empfehlen, bitte zu Hause nachmachen. Man hat hier wirklich so förmlich Treppen im Felsen drin, von der Natur. Boah, Wahnsinn. Die Absprungstellen sind super flach, also man hat wirklich geile Absprünge. Es geht ein kleiner Fels unten raus, aber ja, es wirklich minimal. Abgesehen davon, alles tipptopp. Neuer Tag, neuer Spot. Heute sind wir an so einer Art Schwimmbad am Meer. Es sieht sehr, sehr cool aus. Ja, gibt verschiedene Absprungstellen. Auch so eine Art, ich würde sagen, es ist fast ein Fünfer. Schöne Plattform, guter Absprung. Und von der Optik her natürlich auch mal was ganz was anderes. Wunderschön. Es wird mein erstes Mal sein, dass ich im Atlantik schwimme. Ich bin so aufgeregt wie noch nie. Ich kann es kaum erwarten, in das kühle Nass, was wahrscheinlich wirklich sehr cool sein wird, mich hineinzubegeben. Wir werden uns das Ganze mal anschauen, machen ein paar Sprünge, nehmen euch natürlich mit der GoPro mit und wünsche euch viel Spaß. Die Session hier ist beendet. Ich muss sagen, es hat unglaublich Spaß gemacht. Es ist einfach mal cool, einen guten Absprung zu haben, eine feste Höhe. Beziehungsweise, ja, feste Höhe ist relativ, denn das Wasserlevel ist sehr, sehr stark gesunken. Es ging ziemlich schnell und der Wasserstand wurde gefährlich tief. Wir haben uns ein paar Mal auch ein bisschen aufgeschürft. Ich an der Hand, am Fuß, Thomas hat es auch erwischt. Macht mir aber gar nichts. Mich hat es am Zeh erwischt, weil ich beim Doppelrückwärtssalto viel zu sauber rein bin. Nichts Schlimmes im Felsen. Tut mir ein bisschen leid, weil der hat bestimmt mehr gelitten als ich. Wir haben hier ein paar Spanier getroffen, die auch gut flippen können. Sind auch im Edit dabei gewesen. Leider jetzt ja, nur noch schwach vertreten. Die meisten sind schon wieder gegangen. Wir hatten auch einen Livestream gemacht. Vielleicht habt ihr ihn ja gesehen. Falls wir so Livestreams öfter machen sollen, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen dicken Daumen hoch da, ihr wisst Bescheid. Wir haben uns für morgen schon mit den spanischen Jungs verabredet. Wir werden zu so einer Burg gehen. Dort soll es einen coolen Sprung geben. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt geht es für uns noch kurz in den Mediamarkt oder in den Elektroladen, denn ich brauche eine neue Drohne. Wie ihr gesehen habt, war der Drohnenshot vorhin ja nicht so spitze. Deswegen ja, schauen wir mal, ob wir was finden und sehen dann weiter. Wir sind fündig geworden. Beim Mediamarkt habe ich mir die DJI Mini SE rausgelassen. Das ist so ein Zwischending zwischen der DJI Mini und der 2er. Wir waren allerdings nicht nur beim Mediamarkt. Wir sind danach noch in den Decathlon gelaufen. Hatten da eine Menge Spaß. Thomas frei vorm Korb. Aber Reinhard steht frei. Thomas hier. Ich habe mir was richtig Nützliches gekauft, weil ich habe mir mein Handtuch vergessen. Heißt ja, ich bin super ausgestattet. Das ist ein Drachen. Wo rennt der hin, Alter? Nächster Tag wieder mal mit der spanischen Unterstützung. Die Brücke im Hintergrund soll ungefähr 15 Meter hoch sein. Ja. Angenehme Höhe, kann man einiges alles machen. Optisch sehr geil. Wir sind mitten am Hafen. Hier dieses kleine Becken und dann die Brücke. Auch hier wurde uns gesagt, geht natürlich nur der Sprung, wenn der Wasserstand passt. Wir haben gerade Hochwasser. Egal, auf jeden Fall ist genug Wasser drin. Ja. Ich werde wahrscheinlich einen Doppelauerbach mit Split machen. Was machst du? Ich schaue es mir an, entweder was über das Geländer oder doppelrückwärts. Erster Sprung absolviert. Man muss wirklich schauen, dass die Welle wieder hochkommt, dass man genug Wasser hat. Und der Wasserstand variiert hier auch um 1-2 Meter. Also schon extrem. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Let's go. Thank you.
Die Jungs werden da unten ganz schön rumgeschoben von den Wellen. So vom Stein gerissen. That was scary, man. Holy shit. Hey, let's go. Die Spanier haben hier ihre persönlichen Besthöhen gesprungen. Sehr, sehr cool. Jeder hat sich so ein bisschen gepusht bei der Session. Wir stehen schon vorm nächsten Spot. Dreimal dürft ihr raten, von wo wir gleich springen wollen. An die 20, vielleicht sogar ein bisschen drüber. Ja. Sehr, sehr hoch, sehr sportlich. Ich denke, es wird nur einen Sprung geben, denn der Sprung, ja, wird für ein bisschen Aufmerksamkeit sorgen, die wir hier wahrscheinlich nicht haben wollen. Mit dem Sprung beenden wir dann das Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, schreibt was in die Kommentare, abonniert, falls ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!